Volkstheater Bad Endorf werden wir heuer die heilige Hedwig von Andex, die Herzogin von Schlesien, sehen, die im Mittelpunkt dieses Stückes stehen wird, mit dem wir tief eintauchen in die Welt des Mittelalters. Herzog Heinrich, hiermit vertraue ich euch meine Tochter Hedwig an, die ich über alles liebe. Wir werden eine Frau erleben, die sich in ihrer Zeit beispielhaft bewährt hat, die sich nicht nur für sozial Schwache und Benachteiligte eingesetzt hat, sondern sich auch um den Aufbau des Landes Schlesien gekümmert hat. Und wir werden eine Frau sehen, die privat viele Schicksalsschläge hat hinnehmen müssen. In der Heiligsprechungsurkunde ist neben ihrer Tugendhaftigkeit und Nächstenliebe auch immer wieder ihre Klugheit hervorgehoben worden. Hedwig hat für die damalige Zeit eine hohe Bildung vorzuweisen gehabt. Sie hat lesen und schreiben können, war der lateinischen Sprache mächtig und damit ihrem Umfeld weit überlegen. Ich träumte von etlichen Krügern Freibier und einem deftigen Braten. So einen schönen Traum hatte ich schon lange nicht mehr. Leider war er viel zu kurz. Das Publikum darf sich darauf freuen, Hedwig von Andex in ihrer ganzen Bandbreite erleben zu dürfen. Und was habe ich bekommen? Was? Ratibor! Ein kleines Fürstentum am Rande! Das Stück spannt einen Bogen von der Kindheit bis ins hohe Alter. Ein Frauenkloster kann nicht von heute auf morgen entstehen. Wir müssen bei Zeiten darüber reden, Pläne entwickeln und sie auch umsetzen. Der Zuschauer darf wirklich teilhaben an allen Höhen und Tiefen in ihrem Leben. So ist das nun mal. Die Männer ziehen aus, um Krieg zu führen und sich gegenseitig totzuschlagen. So ist das. Es gibt lustige, unterhaltsame Szenen, genauso wie Szenen, die mit Sicherheit unter die Haut gehen werden. Möchte noch jemand von den Gefangenen eintreten? 60 Spieler, darunter 20 Kinder, haben in den letzten Wochen hart daran gearbeitet, diese Gefühle auch echt, möglichst echt zu vermitteln. Unterstützt werden sie dadurch, dass viele historische Kostüme auch genäht worden sind. Wunderschöne Bühnenbilder werden die Zuschauer empfangen. Ja, ich denke, wir werden nicht nur Werte vermitteln, was uns natürlich sehr am Herzen liegt, sondern das Publikum kann sich auch auf gute Unterhaltung freuen. Also Premiere ist am Pfingstmontag, Beginn um 14 Uhr, am darauffolgenden Sonntag auch Beginn um 14 Uhr und dann jeweils an 4 Wochenenden, immer freitags abends um 20 Uhr und Sonntag um 14 Uhr.